Ei, gute Wie, es ist wieder Satisfactory-Zeit und ja, der Umbau hier überall in den Etagen ist abgeschlossen. So, das ist die zweite Etage, genau, da ist ganz unten, das ist die zweite Etage. Die ist ja komplett Schrauben, haben wir gesagt. Wir brauchen 11 Konstruktoren für Schrauben, 10 auf 100% und eine runtergetaktet. Und ja, 10 haben wir in einer Etage. Das sind also die 10, die auf 100% laufen. Und dann haben wir hier oben in der dritten Etage noch einen, der dann runtergetaktet ist. Wir gucken mal. Gussschraube. Oh, da kommen 50 raus. Das ist ja gut. Wir müssen zu Rotor müssen genau 500. Das heißt, das ist dann die Etage. Zusammengeknüppelt, das heißt, wir können hier sagen, die Reihe geht auf ein Band. Wir müssen ja das Ganze aufteilen, 500, so schnelle Bänder haben wir noch nicht. Machen wir zwei MK3-Bänder. Und dann haben wir hier halt 5 sind 250, auf MK3 geht 270 drauf, das passt also. Und machen die 5 auf ein Band und das führen wir dann rüber zu Rotor. Und dann brauchen wir noch mal für verstärkte Eisenplatten nochmal 45. Das ist dann, was hier oben noch produziert wird. Müssen wir uns jetzt nur überlegen, welchen davon nehmen wir. Er hat gesagt, dann nehmen wir den hier außen. Ja, nehmen wir den hier außen. Und der soll eben nur 45 machen. Gut. Dann können wir hier schon wieder fleißig unsere Durchlässe setzen. So. Und natürlich mit so einer Produktion, wo eine Etage komplett ein Material braucht, da geht es natürlich auch rasend schnell voran. Ich muss nur gucken, wie ich die Barren hier eben aufteile. Aber, wir haben 10 Maschinen. Wenn ich immer zwei Maschinen zusammenklemme, hätten wir davor 5 sitzen. 5 ist wieder eine blöde Zahl. Setze ich jedes Mal drei Maschinen zusammen, kämen wir auf 9, bleibt eine über plus die oben. Das heißt, wir würden quasi im Prinzip auf 12 teilen, brauchen aber nur 11. Das glaube ich ja. Dann so würden wir es halbwegs gebalanced hinbekommen. So. Und ich meine, den Ausgang, das haben wir ja schon gesagt, da knüppeln wir hier die 5 zusammen. Die 5 zusammen. Bei den Ausgängen muss das auch nicht so 100% gebalanced sein. Da könnten wir auch in Reihe schalten. Bei den Eingängen arbeite ich halt gerne gebalanced. Ach, hier habe ich noch gar nicht rüber kopiert. Da arbeite ich gerne gebalanced, damit eben auch überall die gleiche Menge an Barren ankommt. Wenn wir da die Reihenschaltung machen, die ersten Maschinen, die fressen ohne Ende und bei den hinteren, bis da dann mal die richtige Menge ankommt, das dauert ewig. Deswegen, wenn man den Platz hat, möglichst immer gebalanced arbeiten. Wenn man natürlich den Platz nicht hat, ja, dann muss man sich andere Dinge überlegen, damit es vielleicht doch nicht ganz so lange dauert, bis bei den letzten Maschinen das Zeugs ankommt. Aber hier mit Zwischenetage sollte das doch relativ gut möglich sein. So, da. Gut. Dann lass mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein MK3-Band mit Eisenbarren, was hier ankommt.
Das müssten wir dann aber erstmal auch schon wieder aufteilen und einen Teil weiterschicken. So, lalalalalala. Das heißt, wir machen hier. Mache ich das mit dem Intelligenten? Weil wir haben im Prinzip haben wir zwei Bänder, die hier ankommen. Wir haben einmal das 15er und einmal das 270er Band. Dann machen wir mal einen intelligenten Splitter hier hin. Oh, ist mal verrutscht. Ich habe gerade gesehen, der Lift sitzt auch falsch rum. Abgesehen davon war es ja auch die falsche Geschwindigkeit. So. Der geht hier rein, bringt Kram an. So, lalalala. Dann sagen wir. Beliebig nach rechts weg und gerade aus den Überschuss. Das heißt, da, wo wir die geringere Menge brauchen, weil da ja wieder schneller der Rückstau kommt, da schicken wir erstmal alles weg. So, und das wäre in dem Fall, dann ist hier schon mal blockiert. Wobei, theoretisch könnte hier was nach oben kommen. So, wir können nur nichts weiter schicken. Und nach oben sind 115 und nochmal 33. Gut, das heißt, mit dem 15er Band, was ja nochmal extra weggeht, sind wir trotzdem noch bei 133,75. Wir müssen also einen MK3 auch nach oben führen. Ja, und hier der Anschluss, nee, das muss weg. Hier kriegen wir nicht mehr wirklich was raus. Den daneben, wenn wir hier noch was anbringen und führen das hier so raus, ja, dann kommen wir hier über die ganze Schoße drüber, das geht. Aber da müssen wir anders. Und hier können wir schon mal hinsetzen. Hier ziehen wir das 15er Band hoch. Dann sitzen die nämlich auch wieder so ein Stück auseinander, dass wir ähnlich wie hier dann oben noch einen Fusionator setzen können, wo das 15er und hier der Überschuss eben zusammenlaufen. Falls wir sie auf ein Band, das kann ja auch sein, dass wir das 15er sogar so einzeln irgendwo anschließen können. Das müssen wir halt mal gucken, wie es passt. So, dann kommt das hier raus. Und dann gehen wir erstmal hin. Sagen hier. Hier haben wir eine Band. So, auf der Linie muss der Kram laufen. Dann haben wir hier einen Splitter. Zack. Zack. Sind die ersten schon mal aufgeteilt. So. Dann haben wir hier und oben noch einen. Den können wir ja, warte mal. Waren wir hier ganz am Rand dran? Ja. Dann müssten wir hier oben also auch ganz am Rand wieder rauskommen. Ich hoffe nur, dass an der Stelle nicht eine Säule ist. Uah! Hilfe! Wobei andererseits, ja, hier ist eine Säule. Ich meine, es könnte ja in der Säule hochlaufen, aber dann nicht an der Position. Da sieht blöd aus. Die ist dann gesperrt. Also müssten wir nicht hier,
sondern hier sagen, da gehen wir nach oben. Das wäre wieder möglich. Und dann nehmen wir uns hier einen Splitter. Genau, der da sitzt. Zack, zack, zack. Der teilt die auf. Dann setzen wir uns hier noch ein Splitterchen hin mit dem Eingang da unten. Der befüttert den und befüttert den. Und dann haben wir da einen Splitter, der die zwei Reihen unterteilt. Das heißt, hier kommt ein MK3-Band rein. Dann können wir hier... Wie viel brauchen wir da eine einzelne Maschine? Das waren 12, 5. Das heißt, wir hätten einmal 5 mal 12, 5 und einmal hier 6 mal 12, 5. Wobei nicht genau, weil der sechste braucht ein bisschen weniger. Aber rechnen wir mal damit, dass der volle Last... Dann sind wir bei 75, also MK2-Band reicht vollkommen aus. MK2-Band von hier bis in den. Von hier bis in den. So, und hier teilt es dann wieder auf. Das heißt, dann haben wir die 75 sogar noch durch 2. 2 sind 37,5. Das heißt, hier können wir lockerlässig mit dem MK1-Band... Und hier auch mit dem MK1. So, ist die Seite schon mal aufgesplittet. Dann müssen wir die gleiche Chose hier auf der Seite auch machen. So, ein Splitter. War das hier? Ja, das war hier. Dann brauchen wir im Endeffekt hier auch nochmal einen. Ja. Passt, passt. Dü-dü-dü. Zack. 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 Also ihr seht natürlich, das ist jetzt auch kein hundertprozentiges Splitting. Balancing. Sonst hätten wir ja wirklich gucken müssen, dass wir jetzt den Eingang komplett durch 11 teilen. Wobei für richtig, richtig, richtig gesplittet ja noch nicht mal durch 11, sondern durch 10,95 irgendwie sowas oder 10,9 irgendwie sowas in der Richtung. Ja. So haben wir es halt so ein bisschen. Es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig, aber es ist gut genug, dass das hier laufen wird. So, und hier muss eben ein MK2 dann auch bis hierhin. Das heißt, bis hierhin würde das schon mal gehen. Das würde funktionieren. Müssen wir nur mal noch gucken. Hier oben. Hier kommen wir ja an. So, dann kommen wir hier an. Und hier ist der Eingang. Zack. Zack. Und da rein. So passt das doch schon mal. Gut. Dann müssen wir hier an der Stelle mal kurz die Säule entfernen. Damit wir eben hier unseren Lift drin verstecken können. Wie der jetzt gedreht ist, ist vollkommen egal. Weil wir sehen ihn ja eh nicht. Zack. Der ist komplett verdeckt. Aber so können wir eben da die Stelle noch super mitnutzen. Gut. Dann würde ich sagen, suchen wir uns unsere...
Unsere Eisenbarren. Und warte mal, wir müssen ja auch von hier irgendwie nach oben gehen. Das heißt, wir haben einmal. Die drehen wir jetzt so, dass wir die von innen schön sehen. Oder sollen wir eher, dass wir die von außen? Oh, das ist jetzt die Frage. Wir werden sie wahrscheinlich öfter oder eher sehen, dass wir mal außen dran mit dem Auto vorbeifahren oder sowas als innen. Also wäre vielleicht das eigentlich sogar besser, die so rumzudrehen, dass wir von außen dann durch die Scheibe durch das sehen, was da hochrattert. Ich glaube, das wäre besser. So, und dann haben wir den MK1er, der kommt hier nach oben. Und der da ist erledigt, da ist nix. Gut. Ja, so hätten wir doch den ganzen Kram. Ich würde auch sagen, hier unten, hier lasse ich die erstmal weg. Dann weiß ich nämlich unten genau, wo welches Band ran muss. Ich meine, hier könnten wir ja auch erstmal noch sagen, die bleiben weg. Die machen wir, die setzen wir hin, wenn wir wissen, wo was ist. Hierbei runter können wir ja erstmal lassen. Aber so haben wir ein bisschen weniger Verwirrung. So. Dann haben wir hier ein MK3, den. Den lassen wir uns auf der Höhe liefern. Und idealerweise lassen wir uns den MK1 vielleicht auch auf der Höhe anliefern. Dann können nämlich hier der Stahl unten drunter schön durch. So, wir müssen gucken. Hier haben wir den MK1. Lassen wir den vielleicht hier auf den Boden runterführen. Dann können wir nämlich mit dem anderen dann da wieder oben drüber entlang. Oder wir könnten es auch hier. Ich muss mal gerade gucken, wo hatte ich. Hier hinten. Ah, hier laufen die Barren lang. Hier kommt der Kram an. Dann könnte ich mit dem hier so ein Stück und gehe dann hier rüber. Dann dahin. Ich könnte auch den hier dann einfach ein Stückel hoch laufen lassen. Warte mal. MK3. Da dran. So, seht ihr die Methode? Normalerweise ein Lift, wenn wir ihn setzen, geht immer auf die Höhe. Wenn wir eine Höhe tiefer haben wollen, müsst ihr vorher die Masten hinsetzen, dann geht das. Und wenn er sagt, das mit den Masten sieht aber unschön aus, könnt ihr die danach wieder wegnehmen. So, der geht dann da rein. Zack. Das kann laufen. Dann machen wir hier die Barren anders. Da gehen wir auf die Höhe. So. Gehen mit
dem hier ein Stück raus. Müssen dann hier rüber. Da dran. Von hier da rüber. Und du da dran. Gut. Sehr schön, sehr schön. So kriegen wir das doch wunderbar verteilt. Was mich nur gerade hier ein bisschen wundert, warum sind hier Lücken? Das sollte eigentlich ein volles 270er Bändchen sein. Aber ja, da ist nämlich irgendwo anders ein Fehler. Guck mal hier. MK1. 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 Und ja, dreimal volle MK1 wären 60, 120, 180. Keine 270. Das heißt, da ist der Fehler. Wir knüppeln hier ja immer drei zusammen. Und es kommen 30 raus. 30, 60, 90. Das heißt, wir müssen... Wir müssen von hier, wo drei zusammengehen, mit MK2 natürlich weiter. Da ist MK1 zu langsam. So, auch hier gehen drei zusammen, muss MK2 rüber. Und auch da gehen drei zusammen, muss MK2 und dementsprechend auch der Lift MK2 und der Lift MK2. Da war der Fehler drin. Und ja, gucke mal. Jetzt ist das Band auch brechend voll. So soll es sein. Ja, das kann ab und zu passieren. Dass man mal die falsche Bandgeschwindigkeit nimmt. Aber wenn man es dann doch irgendwann noch rechtzeitig merkt, dann passt es doch wieder. Gut, gut. Schön, schön das. Dann ab nach oben. So. Hier läuft schon mal alles. Hier produziert alles. Sehr gut. Macht der hier oben auch? Du machst nicht. Warum nicht? Kommen keine Eisenbarren. Ah, hier kommen keine Eisenbarren an. Jetzt kommen hier Eisenbarren an. Ja, dann funktioniert das auch. Okay. Und da dann natürlich bitte die Schrauben nach unten. Gut, dann haben wir die angeschlossen. Hier müssen wir noch gucken, die Schrauben nach unten. Das werden wir dann auch hier drüben auf gleicher Höhe machen, dass wir das auch wieder schön in der Säule verstecken können. Der kommt hier raus. Hier werde ich später halbe Wände hinsetzen, um das zuzumachen. Das heißt, ich muss mit dem gerade rausgehen. Allerdings haben wir hier auch wieder einen Ausgang von der anderen Maschine, die da gegenübersteht. Das heißt, ich müsste so einen Knick außenrum machen. Ich müsste einmal hier rüber. Gehen wir dahin und bringen hier, bringen so die Schrauben rüber. Das müsste, glaube ich, gut gehen.
gucken jetzt mal. Der hat hier einen Anschluss, der hat hier einen Anschluss. Hier ein und hier ein. Sind die frei zugänglich? Kommen wir da hin? Oder haben wir da was zugebaut? Nee, die sind zugänglich. Das geht genau dazwischen durch. Ach, das passt. Das passt, das passt. So, und die Schrauben, egal welche der drei Bänder, müssen alle runter. Die kommen dann auch alle zu den Fusionatoren. So, das heißt, wir haben hier nochmal einen. Na, hier brauchen wir eigentlich keinen, weil wir sehen oben die Anschlüsse nicht. Da ist ja eine Säule. Ja, da haben wir aber... Ah, da haben wir ja hier auch eine Säule. Nee, dann brauchen wir hier ja auch keinen. Ach, da. Da bist du. Das heißt, wir brauchen nur hier einen, wo er nach unten ankommt. Das können wir alles weg. So, Lift von oben nach unten. Halt, wir müssen den da, dass wir da dran kommen. Gut. Jetzt sollten wir es hinkriegen. Aua! So. Wie rum der gedreht ist, ist egal. Schrauben laufen runter, es funktioniert. Da wieder zumachen. Dann können wir auch hier wieder zumachen. Wir warten noch kurz, bis die Schrauben da. Da kommen sie auch an. Wissen wir schon mal, das geht bis hierhin. Und ja, von unten müssen wir es dann weiter. Für die Fabrikatoren haben wir aber ja noch kein Gebäude. Also wissen wir noch nicht genau, wohin. So, und der nächste Schritt ist dann eben die 5 zusammen. Und dann lass uns doch gerade hier hinten in der Ecke bleiben. Dann gehen wir mit denen. Gehen wir mit einem da runter und gucken mal. Der hier dürfte nicht funktionieren. Ich setze mal hin, aber der müsste ja hier nur die Ecke rausgucken. Das heißt, der andere müsste hier runter. Genau, der würde da noch gehen, der wäre wieder verdeckt und der wäre dann nebendran. Das würde funktionieren. Okay. Dann hätten wir hier die MK3. Und den hier drehen wir wieder so, dass wir den von außen sehen können. Da bringen wir die Bänder nach unten. Ja, komm hier, dass das in der Zwischenetage etwas schöner und noch aussieht, setzen wir hier auch so einen hin. Dann läuft das da rein. Nur fürs Aussehen, das Band geht von oben oder der Lift geht von oben bis unten durch. Das ist jetzt nur, falls wir in der Zwischenetage mal drin sind. Da das ein little bit schöner aussieht. Gut, 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 gut. Ja, und dann machen wir hier immer in Reihe zusammen. Ich setze mir mal gerade hier einen Lift hin, damit ich hier gucken kann, wie weit muss ich da vom Rand weg. Werden wir hier. Unser Lift muss aber natürlich
dort dann hin. So, aber so haben wir das mal als Maß nehmen können. So, die gehen da zusammen. Dann haben wir hier den nächsten, ab in die Richtung, da den nächsten. Und den hier müssen wir jetzt natürlich... Ich sehe hier gerade, ich wollte ja eigentlich, dass hier alles dann mit halben Fundamenten zumachen. Gut, es ist eine Zwischenetage. Man sieht es von außen nicht mehr, aber guck mal, das ist ja da auch schon halb drin. Ich bräuchte jetzt Viertelfundamente. Ansonsten, wenn alle Stricke reißen sollten, wenn ich dann doch auf den Trichter komme, dass ich sage, nee, das ist mir zu hässlich oder so, dann setze ich hier eine Wand hin und setze die hier so ein Stück rein. Dann haben wir hier außen so einen kleinen Mini-Absatz. Dann mache ich das so zu. Ja, dann wären das genau zwei Wände, die hier dazwischen kommen. Ja, das können wir auch so machen. Das ist doch, wenn wir hier langlaufen. Ich denke, das ist voll in Ordnung. Gucken, hier nach hinten geführt. Ja, da müsste man nur noch gucken. Aber dann hier natürlich eine kleine Kante hätten. Wie war das zu machen? Oder ich setze hier dann einfach da eine Wand hin und die noch dazu. Die zwei mache ich mal gerade wieder weg, dass ich hier auf die Treppe rauskomme. Ja, guck mal, so wäre auch zu. Das funktioniert. Also da eine hin und da eine hin. Machen wir mal so. Hilfe. Ja. So können wir es zumachen. Das ist auch, ja, das ist doch ganz okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay. Dann haben wir das auch schon mal festgelegt. Nichtsdestotrotz müssen wir den dann hier idealerweise in die Richtung schon weggehen lassen. So. Können wir hier schon mal überall anschließen. Das ist dann... Ja, da haben wir einmal einen hier. Und einmal einen hier. So. Müssen wir hier gucken. Wird das eng hier. Müsste hier sein. Oh ne, müsste eigentlich sogar... Müsste der eigentlich hier sein. Das würde aber auch heißen, dass hier der letzte... Wobei... Kann ich den anders drehen? Ah, ich könnte hier sagen, ja, komm. Sagen hier hin. Nee, warte mal. Dahin musst du, ne? Könntest du
so darunter. Man müsste sogar noch einen weiter nach vor. Aber dann könnte der so da dran. Dann ist zwar immer noch die Frage, wie kriege ich den? Den muss ich dann halt hier so ein bisschen zur Seite ziehen. Der müsste dann hier rüber. Da so rüber. Dann könnten wir den an den unteren anschließen. Der dahin gehen. Den hier haben wir gesagt, der muss jetzt noch einen weiter rüber. Ich setze mal einen drauf, dass wir die Ausrichtung sehen können. Ausgang dahin und einen weiter rüber. So. Dann würde der da so anschließen, das Band geht hinten rum vorbei. Ja. Ja. Das funktioniert. So, dann gehen wir hier eins nach oben. Von hier aus. Machen wir so. Hier aus darüber da rein. So geht dann das nach unten. Ja, das sieht doch schon mal, das sieht doch schon mal aus, als könnte das funktionieren. So, und dann haben wir halt hier ein und haben da noch ein. Der geht da dran, der da dran, der da dran und der da dran. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Der hier ist dann da. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Der kann da so da rein. Gut. Dann werdet ihr natürlich miteinander noch alle verbunden. So, so, so. Das geht, das geht, das geht. Das sollte dann also laufen. Alles klärchen. Dann haben wir das. Die Wand können wir. Eigentlich sind wir ja in der Zwischenetage fertig. Aber die Wand müssen wir offen lassen, weil wir ja gegebenenfalls hier noch Anschlüsse setzen müssen für die nächsten Etagen. Aber Schrauben. Abgehakt. Schrauben werden produziert. Ja, dann haben wir jetzt noch 19 weitere Konstruktoren, die angeschlossen werden müssen. Und ich denke, ihr habt genug Konstruktoren gesehen, oder? Ich mache die 19, mache ich jetzt komplett zwischen den Folgen. Und ja, doch, machen wir so. Die 19 mache ich zwischen den Folgen und dann muss ich ja noch gucken, dass ich für die 18 Fabrikatoren hier noch ein Gebäude baue, dass wir die auch schon mal stehen haben und dort dann alles einstellen und anschließen können. Dann geht es in der nächsten Folge mit Fabrikatoren weiter und ich kann mir hier überlegen, wie ich was wo hier hinstelle und ob ich gegebenenfalls sogar meine LKW-Station eben hier irgendwo in den Innenhof baue oder ob ich es doch irgendwo an der Straße oder so hinsetze. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao.